Hallo, wie bereits angekündigt, folgt heute mein Video zu meinen, weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, E-Reader-Gewohnheiten oder wie auch immer man es bezeichnen will. Ich habe euch ja schon mal ganz kurz ein bisschen was über meinen neuen E-Reader erzählt und jetzt soll es einfach darum gehen, warum ich überhaupt auf einem E-Reader lese, was ich lese und so weiter und so fort. Damit ich den Faden nicht verliere, wenn ich euch das alles erzähle, habe ich mir so eine Art Leitfragen aufgeschrieben, also einfach so ein paar Stichpunkte, damit ich alles abhaken kann, was ich euch dazu sagen könnte. Deswegen habe ich hier so ein kleines Hilfszettelchen. Ich fange einfach mal damit an, warum ich überhaupt auf einem E-Reader lese bzw. E-Books lese. Also, es ist so, am Anfang, als das alles so aufkam mit den E-Readern, war ich eigentlich ziemlich dagegen, ehrlich gesagt. Und habe mich so ein bisschen geärgert, na was heißt geärgert, aber ich dachte einfach, es ist unnötig, dass man das Lesen jetzt auch noch irgendwie auf so eine technische Ebene hebt. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, klar, die Technologie ist weit fortgeschritten, immer mehr, wir sehen es ja an Handys, Tablets, was auch immer. Und ich habe aber irgendwie nicht so richtig verstanden, warum es jetzt auch fürs Lesen gelten soll. Also warum man dafür auch irgendein technisches Gerät braucht, wenn es doch so viele tolle Bücher gibt, die man lesen kann. Und habe mich deswegen auch lange gar nicht so sehr damit beschäftigt, weil ich dachte, naja, mich betrifft es sowieso nicht und ich brauche das nicht und so. Und dann war es aber so, dass ich irgendwann vor 3 Jahren ungefähr, glaube ich, 3 bis 4 Jahren, so in etwa, habe ich mir dann doch überlegt, ob es nicht vielleicht ganz praktisch wäre, weil ich erstens immer mit der Bahn zur Arbeit fahre und zurück. Und da dann immer ein Buch eingesteckt habe und so und dachte, vielleicht ist so ein E-Reader dann doch gar nicht so unpraktisch. Und damals musste ich auch noch ungefähr jedes zweite Wochenende mit dem Zug fahren. Und zwar, weil ich damals meinen Freund nur am Wochenende gesehen habe. Und manchmal kam er eben zu mir, manchmal bin ich hingefahren. Und das hat jeweils freitags und sonntags je eine Strecke von ungefähr 1,5 Stunden bedeutet. Und da hatte ich natürlich auch immer ein Buch dabei. Die Sache ist nur die, wenn man gerade so einen richtigen Wälzer liest, ist es irgendwie nicht so praktisch, das mitzunehmen. Und ich meine, wenn die Bücher in der Tasche rumfliegen, sehen die irgendwann auch nicht mehr besonders schön aus. Dann ist es immer so eine Sache, wenn man mit der Bahn fährt und ein Buch dabei hat und dann, ich muss einmal umsteigen, muss dann ganz kurz warten, nicht so wahnsinnig lange, aber eben kurz. Und bis ich dann das Buch aufgeschlagen habe, die richtige Seite und so, dann ist auch schon wieder Zeit vergangen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mir dann doch mal Gedanken gemacht, ob ich nicht doch einen E-Reader möchte und habe mich dann dafür entschieden, beziehungsweise mir damals einen zum Geburtstag gewünscht und habe natürlich gehofft, dass ich den dann auch wirklich nutze. Es gibt ja manchmal so Sachen, gerade bei technischen Geräten, die findet man erst ganz toll und merkt dann, man benutzt sie eigentlich gar nicht. Aber sobald ich ihn hatte, habe ich ihn eigentlich auch immer genutzt. Also es ist damals wie heute so, dass mein E-Reader immer in meiner Tasche ist, immer. Und ich weiß ihn besonders zu schätzen, erstens natürlich, wenn ich irgendwie auf die Bahn warten muss oder so und mir dann damit so ein bisschen die Zeit vertreiben kann. Oder auch im Wartezimmer beim Arzt, da war ich ehrlich gesagt schon extrem dankbar für meinen Kindle. Und natürlich, insbesondere auch, wenn ich unterwegs bin, also im Urlaub, sei es für ein paar Tage oder länger, weil man da eben wirklich mehrere Bücher draufpacken kann, wenn man möchte, aber eben nicht das Gewicht hat von mehreren Büchern. Und ich war früher immer so, dass ich eher zu viele Bücher mitgenommen habe als zu wenig, weil, weiß nicht, gerade wenn man Strandurlaub macht oder so, dann hat man da ja auch immer ein Buch dabei oder man liest eben abends nochmal im Hotelzimmer vorm Einschlafen oder so und habe dann immer meine Bücher mitgeschleppt. Ihr kennt das ja sicherlich auch, das macht schon nochmal was aus vom Gepäck her und das ist mit E-Reader einfach wahnsinnig praktisch. Also ich muss wirklich sagen, ich habe Anschaffung kann ich ja nicht sagen, ich habe ihn geschenkt bekommen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe es nie bereut, mit dem Lesen auf dem E-Reader angefangen zu haben. Es ist super praktisch und ich bin immer noch regelmäßig froh, dass ich ihn habe. Genau. Kommen wir dazu, warum ich auf einem Kindle lese und zwar von Anfang an. Ich habe es im letzten Video schon mal kurz gesagt, ich hatte zuerst den Kindle Touch, der war ohne Beleuchtung, den gab es dann irgendwann auch gar nicht mehr. Also es gab diesen einfachen Kindle, sage ich mal, den es jetzt auch wieder gibt. Und die nächste Stufe war sozusagen der Kindle Touch. Also ich wollte nicht den mit Tasten haben, sondern den mit Touchscreen. Touchscreen, meine Güte. Und danach dann den Kindle Paperwhite. Und zwar aus dem Grund, also mein Touch hat noch wunderbar funktioniert. Aber aus dem Grund, dass ich unbedingt Beleuchtung haben wollte. Gerade wenn ich dann irgendwie abends im Bett lese oder so, wo ich dann doch öfter mal auf dem Kindle lese.
war das schon sehr, sehr praktisch. Also auf Beleuchtung könnte ich nicht mehr verzichten. Und wie gesagt, jetzt eben den Kindle Voyage, dazu habe ich ja schon was gesagt, ist nochmal eine Stufe höher, ein kleines Luxusgerätchen, das ich mir da gegönnt habe. So. Kindle deshalb, weil, also es ist ja so, ich kenne ja diese, sagen wir mal, Diskussion über die Abhängigkeit von Amazon. Ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Ich meine, ich kenne dieses Problem, dass die kleinen Buchhandlungen haben oder generell kleinere Geschäfte, seitdem man bei Amazon alles schnell, einfach, günstig, wie auch immer bestellen kann. Und ich weiß, dass viele den Kindle deshalb nicht haben wollen, weil sie dann so abhängig von Amazon sind. Also weil man nur dort E-Books bestellen kann. Andere Formate werden nicht angenommen sozusagen. Also andere Formate können da nicht draufgeladen werden. Aber die Sache ist ehrlich gesagt die, wenn ich Bücher bestelle, tue ich das fast ausschließlich bei Amazon, ganz selten bei anderen Online-Stores. Also eher gehe ich dann schon mal in eine Buchhandlung, das ist ja wieder eine andere Geschichte. Aber wenn ich bestelle, dann am ehesten bei Amazon. Und von daher war es für mich ehrlich gesagt klar, dass ich den Kindle nehme. Ich habe dort ein Konto, es ist für mich dann ganz einfach, da Bücher runterzuladen. Ich muss mich nicht noch extra irgendwo anmelden oder so. Von daher war es für mich ziemlich klar. Und ich bin damit auch total zufrieden, weil, also ich will jetzt niemandem was einreden und ich weiß, dass andere E-Reader auch richtig gut sind. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich sage jetzt wieder nur meine persönliche Meinung. Ich habe ja auch keinen Vergleich. Also ich kann nur über das reden, was ich kenne. Genau, ich bin damit total zufrieden, wollte ich sagen, weil Amazon halt wirklich eine riesen Auswahl hat. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ich irgendein E-Book haben wollte und sie hatten es nicht. Und es gibt eben auch immer mal wieder günstige Angebote und sowas. Von daher war ich noch nie damit unzufrieden oder habe mich drüber geärgert, dass ich so auf Amazon festgelegt bin. Also für mich ist das kein Problem in dem Sinne, sage ich mal. Und von daher war die Entscheidung für mich schon richtig, aber das muss jeder selbst wissen. Was man natürlich dazu sagen muss, mit dem Kindle ist auch keine Onleihe möglich. Das heißt, es gibt ja Bibliotheken oder sowas wie Skoobi, wo man E-Books ausleihen kann. Das geht mit dem Kindle eben auch nicht, weil es eben keine anderen Formate unterstützt. Das heißt, wenn man eher ausleihen und nicht kaufen möchte, dann braucht man schon einen anderen E-Reader. Also das stimmt. Da muss man sich eben selbst überlegen, was man gerne möchte. Die Entscheidung bleibt jedem selbst überlassen, völlig klar. Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt, wo ich mit meinem E-Reader lese. Ich habe es ja schon mal kurz erwähnt, ich lese eigentlich immer in der Bahn auf meinem E-Reader. Meine Bahnfahrten sind nicht besonders lang. Ich muss einmal ungefähr 10 Minuten fahren. Dann steige ich um, muss nochmal, ja, knapp, ich weiß ja, 7 oder 8 Minuten warten, also keine 10, aber irgendwie so ein paar Minuten muss ich warten. Da lese ich dann auch immer und fahre dann nochmal ungefähr, ich glaube nur 5 Minuten, auf jeden Fall weniger als 10 Minuten. Fahre ich dann nochmal mit einer anderen Bahn weiter. Also die Abschnitte sind immer relativ kurz, aber da ist es dann total praktisch, mit dem E-Reader zu lesen, gerade weil diese Hüllen ja auch die Schlaf- und Weckfunktion haben. Das heißt, wenn ich sie zuklappe, ist der Kindle aus, wenn ich sie aufklappe, ist er sofort wieder an. Das heißt, ich kann ganz schnell weiterlesen und so lese ich dann eben in der Bahn auf dem Hinweg und auf dem Rückweg oder ja, je nachdem, wie müde ich bin, aber im Normalfall schon. Zugfahren muss ich nicht mehr so oft, aber wenn ich Zug fahre, habe ich den E-Reader auch immer dabei. Wie gesagt, im Wartezimmer lese ich. Dadurch, dass ich ihn immer dabei habe, kann ich ihn eigentlich immer nutzen, wenn ich irgendwelche Wartezeiten habe oder sowas. Der ist ja immer schnell auf und wieder zugemacht. Zu Hause lese ich auch auf dem E-Reader, allerdings nicht so oft wie gedruckte Bücher. Also zu Hause lese ich im Normalfall eher Gedrucktes, wobei ich gerne auf dem E-Reader lese kurz vorm Einschlafen. Also ich habe mir angewöhnt, immer vorm Einschlafen noch ein bisschen zu lesen. Und wenn ich dann so im Bett liege, ist so ein E-Reader schon wirklich praktisch, weil er einfach wenig Gewicht hat, weil man ihn mit einer Hand halten kann und nicht, ne, ihr wisst schon, das Buch dann mit beiden Händen aufgeklappt und dann muss man immer gucken, wie man es hält, damit es jetzt irgendwie bequem ist und so. Das ist mit dem E-Reader schon viel einfacher und bequemer, muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Und er hat eben die Beleuchtung. Also es das heißt, ich kann das Licht schon mal ausmachen und so, mich gemütlich hinlegen, kann auch lesen mit der E-Reader-Beleuchtung. Wenn ich müde bin, klappe ich das Ding eben zu und lege es weg. Das geht schon sehr schnell. Klar, das ist eine reine Bequemlichkeitsfrage. Also ich lese auch noch Bücher, wenn ich im Bett liege, aber mit dem E-Reader ist es schon sehr bequem, das muss ich schon zugeben.
Aber abgesehen davon lese ich zu Hause eigentlich eher Printbücher, es sei denn, ich habe auf dem Kindle gerade ein E-Book, das so spannend ist, dass ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht, dann lese ich natürlich auch zu Hause. Ansonsten wirklich eher unterwegs und vorm Einschlafen. Dann kommen wir zum vielleicht wichtigsten, interessantesten Punkt. Ich weiß auch nicht, welche E-Books ich so lese. Also es ist so, dass ich habe es in meinem Vorstellungsvideo schon mal kurz erwähnt, auf dem Kindle fast ausschließlich auf Englisch lese. Habe ich von Anfang an so gemacht, war eigentlich gar nicht bewusst so geplant, aber ich habe mit einem englischen E-Book angefangen und dann dachte ich, ist ja eigentlich ganz praktisch und habe immer so weitergemacht. Ausnahme ist es, wenn deutsche E-Books sehr, sehr günstig sind, wie jetzt zum Beispiel von Arno Strobel, diese drei E-Books, die ich mir runtergeladen habe, die im Angebot waren. Oder ab und zu hat Amazon ja auch Aktionen, da kosten E-Books gar nichts. Wobei ich da auch nur Bücher bestelle, die mich wirklich interessieren. Also ich bestelle jetzt nicht irgendwas, weil es eben gerade nur 99 Cent oder gar nichts kostet. Das mache ich nicht, sondern wirklich nur Bücher, die mich schon auch interessieren. Aber ansonsten wirklich nur auf Englisch. Hat verschiedene Gründe. Einmal ist es so, ich bin ja so ein kleiner Jäger und Sammler, ne? Viele von euch werden das verstehen. Ich meine, es hat ja einen Grund, dass wir alle vor unseren hübschen Bücherregalen sitzen. Ich meine, ich gucke mir gerne meine Bücherregale an und ich finde es total toll zu sehen, wie viele Bücher ich besitze und was für tolle Bücher ich besitze. Oder wenn jemand hier zu Besuch kommt und dann da so ein bisschen gucken kann, was ich lese. Ich finde, das sagt ja auch immer viel über jemanden aus. Und deshalb möchte ich deutsche Bücher oder gerade Bücher, die ich besonders gut finde, schon gern im Regal stehen haben. Aber vielleicht kennt ihr das auch selbst, dass englische Bücher, und damit umfasse ich jetzt mal alles, also amerikanische und britische, da gibt es ja auch manchmal unterschiedliche Ausgaben. Viele von den Büchern sind nicht gut aufgelegt. Also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die Seiten sind oft relativ dunkel, wie so ein Umweltpapier, wenn ihr wisst, was ich meine, ein bisschen gräulich. Sie sind nicht gut gebunden, also sind oft so ein bisschen schlabberig oder sehen dann schnell so abgenutzt aus und so. Die Schrift ist manchmal nicht so klar. Also ich hatte das tatsächlich schon oft, nicht immer, aber schon oft, wo ich mir dann dachte, naja gut, es gibt wohl einen Grund, warum die Bücher oft günstiger sind als die deutschen Ausgaben. Die Cover finde ich oft auch nicht so schön. Also kurzum, ich muss sie nicht unbedingt im Regal stehen haben, ne? Also das ist dann schon mal ein Grund, warum ich das gut auf dem E-Reader lesen kann. Zudem sind englische E-Books wirklich meistens ziemlich, ziemlich günstig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für die meisten E-Books bezahle ich nicht mehr als, sagen wir mal, höchstens 5 bis 6 Euro, oft sogar noch weniger. Manchmal, wenn ich die Bücher auf meinen Wunschzettel packe, muss man nur ein bisschen warten und dann werden sie nochmal günstiger oder sind auch mal im Angebot. Also ganz viele meiner E-Books haben mich 2, 3 Euro gekostet, während davon die deutsche Ausgabe oft, ich sag mal, 20 Euro kostet als Hardcover. Wir wissen ja alle, was Bücher so kosten. Also das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Ansonsten lese ich auf dem E-Reader ehrlich gesagt meistens nicht unbedingt die alleranspruchsvollsten Bücher. Beziehungsweise ich lese oft Jugendbücher und sowas, die mich zwar interessieren, aber die ich wiederum nicht hier im Regal stehen haben muss. Und es ist einfach so, dadurch, dass ich meistens nicht so lange Strecken fahre mit der Bahn und dementsprechend oft nicht besonders lange am Stück auf dem E-Reader lese, brauche ich einfach was. Ja, wie soll ich sagen, mit einer Handlung, die auch mal, also, wie soll ich das jetzt erklären, brauche ich ein E-Book, in dem schon ein bisschen was passiert. Also ich meine, wenn man nur so kurz liest, dann möchte man schon trotzdem irgendwie in der Story vorankommen und so eine gewisse Spannung haben. Und wenn ich dann irgendein Buch lese, in dem seitenlang nichts passiert und nur die Natur beschrieben wird, so ungefähr, dann ist es einfach nicht so passend. Also wenn ich hier zu Hause ein Buch lese, ist das kein Problem. Dann kann sich das auch mal ein bisschen in die Länge ziehen oder sich in irgendwelchen Umschreibungen verlieren, wenn es gut gemacht ist. Aber wenn ich eben nur diese 10 Minuten habe, dann möchte ich natürlich auch, dass da was passiert. Und in Jugendbüchern ist das eher der Fall. Also die sind relativ einfach geschrieben oft und die Ereignisse schreiten schnell voran und so. Oh, die Sonne kommt raus. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und das ist dann eine ganz gute Möglichkeit, die Jugendbücher zu lesen, die mich interessieren, aber die ich mir eben nicht als Hardcover kaufen möchte, weil es eben jetzt nicht so ist, dass es mich so wahnsinnig umhaut. Und so sind sie dann günstig. Und was natürlich auch sehr, sehr praktisch ist, wenn ich mal ein Wort nicht verstehe, drauf tippen, ich bekomme die Worterklärung und fertig.
Und jetzt gibt es ja dieses Word-Wise. Wenn man das aktiviert, dann werden einem die Worterklärungen ja kurz und knapp direkt über den Wörtern eingeblendet. Finde ich ein bisschen irritierend, weil es meinen Lesefluss unterbricht. Ist aber, denke ich, in der Sache gar nicht so schlecht für viele. Das heißt, auf Englisch lesen ist da schon eine ganz gute Sache. Ja, ich glaube, damit habe ich alles erzählt, was mir dazu so einfällt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie natürlich gerne stellen. So als Fazit insgesamt kann ich eigentlich wirklich nur sagen, dass ich sehr gerne auf meinem Kindle lese oder generell E-Books lese, aber dass es für mich niemals komplett das gedruckte Buch ersetzen wird. Und das E-Book, das ich lese, läuft immer so ein bisschen nebenher. Also ich lese immer parallel ein deutsches gedrucktes Buch und ein englisches E-Book. Das heißt, wenn ich euch in meinem Lesemonat zum Beispiel sage, dass ich das und das E-Book beendet habe, dann habe ich das nicht chronologisch nach dem gedruckten Buch gelesen, sondern nebenbei und an dem Tag habe ich es beendet. Und so finde ich es eigentlich ganz gut. Mein Englisch bleibt in Übung und in Schwung und ich verliere es nicht. Das ist auch sehr praktisch und macht wirklich großen Spaß. Und ja, so erweitere ich irgendwie auch noch so ein bisschen mein Lesespektrum, weil ich dann eben nebenbei auch noch Bücher lesen kann, die ich mir vielleicht nicht gekauft hätte, aber die mich schon interessieren, beziehungsweise die ich mir nicht eben für den vollen, sag ich mal, Preis im deutschen Buchhandel gekauft hätte. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Also von daher ist der E-Reader bei mir definitiv nicht ungenutzt, sondern sehr gerne genutzt. Und ja, ich weiß ja nicht, viele sind da, glaube ich, immer noch ein bisschen misstrauisch, aber für mich ist es eine gute Sache. Aber das ist natürlich nur meine subjektive Meinung. Aber jetzt habt ihr gehört, wie das bei mir so abläuft. Könnt euch ein bisschen mehr darunter vorstellen, wenn ich erzähle, welche E-Books ich so gelesen habe. Und hoffe, das war für euch ein bisschen informativ und freue mich auf das nächste Video. Tschüss!